Hey Freunde, ich hoffe, es geht euch gut. In meinem heutigen Video geht es mal um das Vertrauen zu Gott. Ich habe nämlich schon mal ein Video gemacht, wie man Gott mehr vertrauen kann. Ich kann euch das ja gerne mal bei dem i verlinken. Und das ist relativ gut bei euch angekommen. In meiner Insta-Story konntet ihr abstimmen, welches Thema ihr als nächstes sehen möchtet. Und die meisten haben halt für das Vertrauen zu Gott abgestimmt. Deswegen würde ich sagen, wir nennen das Ganze einfach mal so ein Part 2. Vielleicht wird es ja irgendwie so eine richtig krasse Videoreihe, wer weiß. Bitte schreibt mal in die Kommentare, ob ihr die Idee cool findet, weil ich finde sie, glaube ich, ganz nice. Freunde, ich habe 5 Tipps für euch, wie man Gott mehr vertrauen kann und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem ersten. Und zwar ist das die Andacht. Especially am Morgen. Für die Leute, die nicht wissen, was Andacht ist. Die Andacht ist einfach eine Zeit, in der man halt in der Bibel liest und betet und halt, ja, halt einfach Gott näher kommt und halt in seiner Gegenwart ist. Und Freunde, ich sag's, wie es ist. Am Morgen ist es so wichtig. Das Erste, was man machen sollte, ist einfach direkt Bibel lesen oder ein Andachtsbuch lesen oder so. Mache ich auch immer. Es ist wirklich wichtig, dass man halt an jedem neuen Tag halt sagt, ja, Gott, ich gebe dir mein Leben und ich bitte dich, dass du mir auch hilfst, so dass du in meinem Leben bist. So. Dass du jeden Tag sozusagen Gott dein Leben gibst, sodass er was draus machen kann und dass du seinem Plan folgen kannst. Macht Sinn, ne? Und was halt auch richtig nice ist, dass wenn man am Morgen so einen Vers liest und sich denkt, this, der ist so nice, dann bleibt der den ganzen Tag auch in deinem Kopf drin. Also wenn so eine Situation ist, dass dieser Vers den ganzen Tag in deinem Kopf bleibt, dann hast du wirklich alles richtig gemacht. Weil ich meine, der Sinn von der Andacht ist, dass du auch was daraus lernst, dass du ja was mitnimmst und das ist klasse. Kommen wir mal zu Tipp Nummer 2 und zwar ist das eine Sache, die mir persönlich sehr geholfen hat. Und zwar ist es, sich so Instagram-Bilder anzuschauen von halt solchen christlichen Seiten. Ich habe euch mal hier 3 Instagram-Accounts hingeschrieben, die meiner Meinung nach ziemlich nicen Content machen und die halt auch helfen so. Ich weiß nicht, aber wenn ich solche Instagram-Beiträge sehe, in denen halt einfach so richtig nice Sachen stehen, wo du auch was so mitnehmen kannst und das du vielleicht auch weiterverwenden kannst, dann ist das so nice, weil man hört dann diese ganzen guten Sprüche, Zitate, Bibelverse oder keine Ahnung, was diese Leute halt aus den Sprüchen machen so. Und es ist so inspirierend, ja? Ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Aber meiner Meinung nach hilft es auf jeden Fall, weil man ja dann auch einen Teil seiner Zeit dafür investiert, sich für Gott zu interessieren und quasi was mit Gott zu machen. Ich meine, je mehr und je öfter man sich das anschaut, desto mehr Zeit verbringt man natürlich automatisch auch mit Gott in dem Fall. Und das ist super wichtig. Kommen wir schon zum dritten Punkt oder Tipp. Und zwar ist es, anderen von Gott erzählen. Ich weiß, es ist eine ziemlich harte Sache. Wenn ihr etwas unsicher dazu seid und vielleicht ein paar Tipps braucht oder so, dann könnt ihr euch gerne mein Video anschauen, das ich dazu gemacht habe. Das verlinke ich euch mal hier oben beim i. Das ist so eine Sache, für manche ist es ein ziemlicher Struggle und für manche ist es ziemlich easy. Aber was ich persönlich gemerkt habe, ist, dass wenn man anderen Menschen von Gott erzählt und je öfter man es tut und je intensiver man das tut, desto mehr hilft es einem auch selber, das zu glauben und zu realisieren, was man den Menschen weitergibt. Wenn man selber ein bisschen Probleme mit Vertrauen hat, aber jetzt jemand zu einem kommt und sagt, hey, hast du vielleicht Tipps für mich oder so, und der Person einfach erklärst so, wie die Person vielleicht mehr Gott vertrauen kann, eine bessere Beziehung haben kann, was auch immer, dann hilft es einem selber, weil man sozusagen sich selber die Tipps gibt. Und dann fängt man wieder an, seine letzten 2 Gehirnzellen zu benutzen. Kommen wir auch schon zum 4. Punkt. Und zwar geht es jetzt um kreative Sachen. Und mit kreativen Sachen meine ich so Sachen wie Social Media. Auf Social Media kann man so viel machen, aber da muss man auch wirklich, wirklich aufpassen. Auf Social Media kann man natürlich zum einen anderen Leuten auch von Gott erzählen. Man kann auch so kreative Sachen machen eben. Also man kann so Sachen gestalten, die auf Instagram hochladen, auf TikTok, auf YouTube. Aber da muss man halt dann wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, dass es halt wirklich auch noch zur Ehre Gottes bleibt und nicht zu deiner eigenen. Wenn ihr möchtet, kann ich auch gerne mal zu diesem Thema ein eigenes Video machen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Die zweite Sache wäre dann zum Beispiel sowas wie Bible Journaling. Bei mir ist es so, wenn ich Bible Journaling mache, dann bin ich immer sehr, sehr fokussiert und man lernt da draus so ein bisschen. Und wenn ich eine Phase habe, wo es halt einfach nicht so gut ist mit allem und ich einfach eine Stunde oder zwei einfach am Schreibtisch sitze und einfach in der Bibel lese, mir Dinge markiere, rausschreibe, was auch immer, das hilft so krass weiter, weil man dann immer mehr lernt und weil man diese Ruhe hat, weil man wirklich Zeit, so wirklich intensiv Zeit mit Gott verbringt. Und das hilft so weiter. Aber ich meine, wenn ihr so eine Person seid, die so gar nichts mit Kreativität und so Zeug am Hut hat, dann ist es ja natürlich auch kein Problem. Einfach viele in der Bibel lesen, also wirklich, und zu verstehen,
was du liest. Ich hoffe, das ist verständlich. Dann kommen wir schon zum fünften Punkt und der ist halt so ein bisschen aufs Gebet bezogen. Und zwar geht es darum, dass wenn man Gott um etwas bittet, aber so zweifelt und sagt so, ja Gott, also ich bitte dich zwar, aber kann ja auch sein, dass du das jetzt nicht machst. Und ich meine, muss ja nicht sein, aber kann sein. Wisst ihr, was ich meine so? Nein. So funktioniert das nicht. Wenn ihr Gott um etwas bittet, dann bittet auch darum, dass ihr festes Vertrauen bekommt. Ich war mal an einem Seminar und da hat eine Frau gesagt, sie sagt immer im Gebet, ja, Gott, ich gebe das in deine Hand und ich bin gespannt, wie du das machst. Ich persönlich finde, das ist eine ziemlich krasse Aussage und hat mich auf jeden Fall geprägt so. Wenn man Gott im Voraus schon dankt, dass er dein Gebet erhört, dann hat es so einen krassen Einfluss auf dein Gebet. Und ich kann nicht sagen, Gott wird dein Gebet erhören. Natürlich erhört er dein Gebet immer, aber vielleicht nicht immer so, wie du das dir vorstellst. Und schließlich weiß ja Gott, was das Beste für dich ist und wann der richtige Zeitpunkt ist und wie alles ist. Deswegen einfach Gott geben und ihn drum kümmern lassen so. Jesus sagt, dass du ihm alle Lasten geben kannst. Also ich denke mir immer so, ich gehe jetzt einfach Gott und er macht es. Und Freunde, ich weiß, ich mache auch nicht alles perfekt. Und natürlich habe ich auch mal Phasen, wo mein Vertrauen nicht so groß ist, wo alles blöd ist. Und es ist auch normal, wir sind auf einer gefallenen Welt. Da muss man sich nicht so große Gedanken machen, weil Gott einem da wieder raushilft, wenn man es natürlich will. Und Freunde, diese Tipps helfen mir persönlich immer. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass sie euch auch in irgendeiner Weise weiterhelfen können. Tschüss!